noch durch. Die Frage ist nur, wie lange. Mal sehen. Herr Füli. Ja. Ja? Riefen Sie Ihre Leute so, dass es heute Nacht eventuell, oder dass heute Nacht etwas, ich würde sagen, noch mit einigen Dingen zu rechnen ist? Darauf stellen wir uns ein. Ja? Versuchen Sie, Ihre Leute jetzt noch etwas zu schonen? Ja. Soweit es geht. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Gut. Nun ja. Das Neues sagt immer nichts. Bitte? Wie geht es bisher weiter? Weiter geht es, nun ja. Da es jetzt regnet, momentan will ich jetzt keinen von euch rausschicken. Hier würde ich sagen, die meisten von euch können sich erstmal ein bisschen hinsetzen, was essen und so. Es wird ein wilder Nacht heute. So wie kann ich auch besprechen. Auch wenn es nur bis 3 geht. Leiche? Bitte? Schöner Leiche am Boden? Nee, das ist dieser Sackplane, Sackstrichplan aus der Turnhalle. Nun ja. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, die Wissenschaftler bauen da gerade noch etwas in ihrem Labor rum, suchen noch die leckenden Stellen abzudichten. Nun ja. Nichtsdestotrotz sollten Sie nochmal ein Zweierteam in Rotation rausschicken, dass wir nochmal einen Stoff erwischen. Suchen. Naja, wenn wir hier wieder noch welche unterwegs sind. Die sind auf Platz. Hoffen wir es. Wird es nicht so schwer. Nur gut. Ich habe den Leuten aber erst gesagt, sie können sich noch 5 Minuten ausruhen, ja, wenn es leider geht. Ja. Gut. So viel dazu. Jetzt zeige ich euch nochmal den Blick nach draußen. Geiles Wetter. Nun ja. Ich freue mich auf ein schönes warmes Bad. Captain Firima Elder Airport. Captain Firima Elder, Videolog, Teil 4. So, wir haben es jetzt. Nur noch 27. August, 19.37 Uhr. Letzter Eintrag fand vor einer halben Stunde statt. Es regnet immer noch, aber es ist seltsam ruhig. Trotz des Regens. Man meint selbst, diesen Dingern gefällt es hier nicht. Diesen Virus. Was auch immer das ist. In der letzten halben Stunde noch ein Abwurfverhalten mit ein paar weiteren Spritzen. Ja. Was davon halten soll, weiß ich bis jetzt noch nicht. Die Männer ruhen sich erstmal aus. Da bis jetzt bis ca. 9 Uhr gebe ich die Zeit, sich auszuruhen. Ich bin mir ganz sicher, das wird eine wilde Nacht, garantiert. Jetzt nochmal so die Eingänge inspiziere. Das weitere Vorgehen vor heute Nacht wird relativ einfach sein, jedenfalls theoretisch. Stellung halten, versuchen den Morgen zu sehen. Oder echt zu seinen Zweifeln momentan. Ist ja alles undicht. Ganz toll. Fragt sich, was alles passiert hier ist. Bei wenigstens haben wir es geschafft, nichts zu machen. So wird es in den nächsten Stunden wohl doch nicht so ganz dunkel werden. Ich werde meine Männer erstmal in den Ausgang bussieren. Wenigstens 2 an jeder Stelle. Und dann horchen, dass sich draußen etwas bewegt. Ich könnte jedoch
relativ schwer sein bei dem Regen. Das übertönt die Geräusche. Dieser Agros, wo man sie nennen mag. Wenn ich mir das anschaue, bis jetzt geht es noch ganz gut. Sie halten ganz gut durch. Ja. Und doch Sorgen. Probe, die werden wohl noch eine Weile reichen. Aber ich gehe mal von aus. Dass wir morgen hier rauskommen. Nur wenn wir noch die Nacht überstehen. Bin mir sicher, diese Plünderer und Schlürfer und Agros werden sicher noch zurückkommen die Nacht. Das wird spaßig. Da bin ich mir ganz sicher. Das werden die irgendwie so richtig einfangen. Kann man ja. Schwer zu kontrollieren. Ja, was anderes habe ich nicht. Schrotflinten stehen an jedem Fenster mit dem Hauptausgang. Sodass, falls ein Agro hier reinkommt, relativ Probleme kriegen wird. Da steht die nächste Schrotflinte. Ein Eingang ist vermint, zwei Minen. Ich würde sagen, das lässt sich schlecht zeigen. Dieses Touchscreen-Handy ist auch nicht mal zu empfindlich, wenn Sie vergessen. Wenn ich hier rauskomme, werde ich mir auf jeden Fall was anderes holen. Irgendein klassisches Handy, nicht so ein Touchscreen-Mist. Garantiert nicht mehr. Nun ja, dieser Gang ist relativ dunkel. Vorne liegen zwei Minen, einer am Ausgang und einer hier vorne im Gang. Falls dann die Tür aufgebrochen wird, wird man das auf jeden Fall mitkriegen. Wir werden auch hoffentlich einige Gliedmaße fehlen. Wie ist dann? Die Tür dort hinten am anderen Ende der Halle ist nun relativ simpel. Wir haben da Dosen dran gebunden. Sollen diese Biester eigentlich es versuchen, da hinten die Tür aufzubrechen, würde es relativ scheppern. Und in dieser Halle werden sie auf jeden Fall nicht wirklich viel Deckung haben. Ja. Mal schauen. Da ist auch schon was wieder. Ich werde versuchen, in der Nacht noch einen Beitrag zu machen. Oder nicht? Mal schauen, ob ich da noch einen machen kann. Ich habe jetzt nichts mehr weiter gesehen. Ich glaube, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Ich glaube, wenn man sich das mal vorstellt, dass das lässt sich eigentlich nicht erscheinen. Das ist schwer begreifbar. Irgendwie wahnsinnig. Wie man im Englischen sagen würde, vielleicht ogrisch. Insane. Aber wie auch immer. Das würde dann wohl mein Großvater sagen. Nun gut. Ich werde mich jetzt noch zu den Männern gesellen und mich auf die Nacht vorbereiten. Captain Prima hält out. Letztes Videologbuch. Captain Prima Elder. BMC. Es ist wieder hell. Wir haben die Nacht überlebt. Ich wollte eigentlich versuchen, so einen von diesen Wahnsinnigen zu filmen. Aber erstens war es zu dunkel und zweitens haben wir keine gesehen. Außer dass die Nacht durchgehend, dass es geklopft wurde an den Türen, Wänden und überall, ist nichts mehr passiert. Als wir heute Morgen aufwachten, war der ganze Spuk vorbei. Ist gruselig. Kommen heute hier raus. Meine Kameraden sind schon vorgegangen zum Evac-Point. Ich werde mich jetzt auch dort auf den Weg machen. Wissenschaftler sind fertig mit ihrer Arbeit und werden sehen, was es bringt. Und ja, mehr als zwei Waffen wird es wohl nicht bringen. Mal schauen. Das hier werde ich so schnell nicht vergessen.
hoffe, diese Videologs, ja, ich hoffe eigentlich, dass ich damit etwas beweisen kann, aber Beweise sind, habe ich nicht filmen können. Ist wahrscheinlich über mich als Spinner abstempeln und ja, mir nicht glauben. Aber nun ja, ich kann es ja wenigstens mal versuchen. Man sieht, blauer Himmel, ein paar Wolken. Das ist nach dem Unwetter gestern auch zu erwarten gewesen. Nun ja, Sachen sind gepackt und wir ziehen jetzt ab. 28.08.2011, 11.37 Uhr, Captain Friedemann Lauder.